Dann flitzen wir da mal flugs hin zum Markt. Für Warane würde ich schließlich fast alles tun. Ich verlaufe mich schon wieder. Das ist so typisch. Wo bin ich denn jetzt? Moment, hier oben. Ich war doch die Botschaft. Eventuell gucke ich da nochmal kurz rein. Vielleicht gibt es da was Neues. Und die Gouverneurin haust, lungert ja auch rum. Warte hier im Büro. Botschafterin. Ich habe Ihre Berichte gelesen. Wie lange wird es noch dauern, bis die Angara Besuche von Zivilisten gestatten? Ich arbeite daran. Vorerst bleibt es aber dabei, dass nur Besucher in offizieller Mission Aya betreten dürfen. Wir werden uns später darüber unterhalten. Was ist denn so ungehalten, Darob? Pathfinder, was kann ich für Sie tun? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nichts. Danke. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Okay. Die macht einen sehr kompetenten Eindruck immer, muss ich sagen. Was sagt die Paran dazu? Na? Ephra sagt, sie hätten die Frau ausgeschaltet, die die Kontrolle über Kedaroport an das sich gerissen hatte. Das habe ich in der Tat, ja. Der Umstand, dass dort nun eine von uns an der Macht ist, könnte eine Chance sein, die Bande zwischen uns und Kedaro zu stärken. Eine Chance, die wir alle ergreifen sollten. Ich habe vor, diese Kima Dorgan zu kontaktieren. Ja, nur zu. Gute Nach Idee. Allem, was ich gesehen habe, brauchen Sie dort jede Hilfe, die Sie kriegen können. Und Sie werden sie von uns erhalten, sofern Sie sie annehmen. Was kann ich für Sie tun? Nichts weiter, danke. Danke für Ihre Zeit. Ishare, Pathfinder. Mhm, genau. Wo sie recht hat, hat sie recht. So, jetzt versuche ich nochmal zum Markt vorzudringen. Das muss ja theoretisch menschlich möglich sein. Genau hier. Ryder? Ein wenig Luxus. War das die Gemischtwarenhändlerin? Das freut mich. Na sicher benehme ich mich. Ich bin ja auch cool. Was haben wir denn? Videokomponenten. Jawohl, genau die wollte ich haben. Kostet auch nur 9 Mark. Ist günstig eigentlich. Bergungsgüter können wir auch verticken. Soll ich noch andere Dinge verticken? Ja, ne? Weg mit dem Klump, den brauche ich eh nicht mehr so dringend. Ich bin ja schon gut ausgestattet. Da können überschüssige Dinge auch einfach mal kurz in die Tonne gekloppt werden. Asari-Schwert, okay. 720 Schaden. Cool, ein echtes Asari-Schwert fanden wir irgendwo. So, die niedrigen Dinger hier, 1 und 3, die kann ich auch eigentlich ruhig verkaufen. Weil ich habe schon viel bessere Mods. Hier gilt das gleiche. Zielfernrohr 1. Immer weg damit. Das ist ja schon uralter Kram. Nahkampfschaden für die Schrotflinte. Wer macht einen Nahkampfangriff mit der Schrotflinte? Da kann man doch Projektile mit verschießen. Das gibt doch viel mehr Sinn. Da noch mehr Nahkampfschaden. Nahkampfschaden. Das ist doch... Verschwendung ist das. Reine Verschwendung. Die habe ich gleich alles zehnfach vorhanden, so wie es aussieht. Ein bisschen Reservemunition, mehr Schaden. Aber ich habe ja oben schon Mods, die noch mehr Schaden machen.
die noch mehr Schaden machen. Ah, alles weg damit. Weg mit dem Rotz. Das gibt auch gleich wieder 18.000 Credits. Sehr gut. Haben wir noch Rüstungsteile, die weg können? Ja, all diese. Obwohl, soll ich den mal behalten? Hier, der Kram kann weg. Oha, ich habe anscheinend jede Menge Helme gefunden. Warum auch nicht? Die Helios-Panzerung behalte ich mal, weil die einfach relativ cool ist auch. Okay, das kann auch weg. Bitteschön. Schon hier, 63 von 200. Ich habe wieder jede Menge Platz. Gut so. Sehr gut so. Die Komponenten zu Jawl auf der Tempest bringen. Gerne, gerne. Wir haben hier... weiter ist hier nichts zu erledigen, ne? Nö, sieht nicht so aus. Dann also ab zur Tempest wieder. Was liegt da rum? Was? Was war das? Ach, der Widerstand braucht Freiwillige. Das habe ich schon mal gelesen. Das liegt öfters mal irgendwo rum. Das ist so eine Rekrutierungsbroschüre des Widerstands. Bin ja schon Mitglied in meinem eigenen Widerstand. Das reicht mir fürs Erste. Ab in den blauen Himmel. Sollen wir Joel gleich mal die... Lexi hat nach Ihnen gesucht. Ach, auch. Okay, gleich mal die Komponenten bringen. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ich gucke erstmal den E-Mail-Eingang. Kedera an Ryder von Vetra. Ryder, keine Sorge, Sid hat nichts Fahrlässiges angestellt. Dieses Mal, soweit ich weiß. Ich habe gerade auf Kedera irgendwas Cooles gefunden. Wollen wir uns dort treffen? Ich hänge den Nav-Punkt an. Ja, natürlich wollen wir uns da treffen. Okay, gerne. Mit Vetra zu den Schwefelquellen reisen. Oh, hey, steht ihr hier alle rum? Oh, einmal kurz gucken. Jawohl, ich kann meine Belohnung einsacken. Tada! Tada! Was machen meine Einsatzteams? Die sind alle noch unterwegs. Die brauchen noch einen Moment. Okay. Hauptsache, sie machen das ordentlich. Was steht ihr hier alle rum? Habt ihr keine Hobbys? Oder vielleicht ist das euer Hobby. Ryder. Tut mir leid, da wollte ich euch nicht zu nahe treten. Sie haben bestimmt viel zu tun. Viele Leute Wir stehen gerne ja rum. Das ist auch in Ordnung so. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Schöner kleiner Ruckler gerade, wo die Lippen sich dann bewegten, obwohl das Gespräch bereits vorbei war. Egal. Mit Lexi sollten wir uns treffen, genau. Da steige ich mal eben da vorne die Treppe runter. Ich glaube, es geht ein bisschen schneller, als da hinten den Aufzug zu nehmen. Leiter. Wir sind auf einem Raumschiff, da sind Treppen reine Platzverschwendung. Wir benutzen Leitern. Oldschool, Baby. Und wir schlittern die Leiter natürlich runter, anstatt sie normal runterzugehen, wie normale Menschen das normal machen würden. Wir müssen uns unterhalten. Über Sam. Dr. Tipero missbilligt die Art, wie wir auf dem Flaggschiff des Archons aus dem Eindämmungsfeld der Kette entkommen sind. Das kann ich verstehen, muss ich ehrlich sagen. Indem du das Herz des Pathfinders angehalten hast? Ja, das missbillige ich allerdings. Ich fürchte, wir sahen keine andere Möglichkeit und ich habe es gut geheißen. Wir hatten keine Wahl. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, hätte ich sie ergriffen. Wie können Sie dabei nur so ruhig bleiben? Das frage ich mich auch. Ryder, Sam hat sie getötet. Ja, er hat sie wiederbelebt. Aber was, wenn er es nicht getan hätte? Dann wäre ich jetzt tot wahrscheinlich. Ich kann mich ohne den Pathfinder nicht weiterentwickeln. Es wäre, als würde ich einen Teil meiner selbst töten. Du bestehst aus Codezeilen. Du kannst nicht sterben. Hm. Aber ich meine...
Ich schätze, wir sehen Sam immer noch als eine Art Computerprogramm, aber tatsächlich ist Sam ein Bewusstsein, ja, eine Person, wenn man es so will. Keine körperliche Person, aber eine Person. Und ich kann natürlich das Misstrauen verstehen, aber ich muss sagen, ich vertraue Sam in der Tat. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sam mir nichts Böses will. Und dass Sam ein Freund ist und ein guter Partner und Vertrauter. Sam würde mir niemals etwas antun. Danke, Scott. Hören Sie, ich bin nicht gegen Sam. Sicher? Ich bin nicht gegen dich, Sam. Sicher? Aber mein Job ist auch so schon schwierig genug. Auch ohne, dass eine KI ihr Herz anhält. Selbst wenn sie es nur tut, um ihnen das Leben zu retten. Ich versuche mir das zu merken. Aber eventuell müssen wir es irgendwann wieder tun. Ich weiß es nicht. Ihre Bedenken wurden zur Kenntnis genommen, Doktor. Ja, darauf wette ich. Lexi, ich entschuldige mich für jeglichen Kummer, den ich Ihnen bereitet habe. Und ich entschuldige mich, dass ich dich als Codezeilen bezeichnet habe. Das du bist mehr fair. Als das. Auch wenn du keine Zellen besitzt, um es zu beweisen. Na, Zellen sind nicht alles. Ich habe zum Beispiel auch keine Zellen. Und ich bin auch, naja, Moment, habe ich doch Zellen? Ich muss mal kurz, habe ich hier Zellen irgendwo? Warum stecke ich jetzt gerade fest? Warum tut sich gerade nichts? Ist alles in Ordnung, Spiel? Hast du dich gerade aufgehängt? Wehe. Spiel? Was ist los? Nichts passiert? Habe ich was getan? Oh, jetzt können wir es wieder bewegen. Das war gerade eigenartig. Was genau sollte das? Merkwürdige Dinge passieren. Nun gut. Achso, wir wollten noch zu Jaul und ihm, wo ist Jaul denn? Ihm die Komponenten für den Filmprojektor geben. Cora, hast du Jaul gesehen? Hier ist er nicht. Wahrscheinlich im... Moment, stand er oben? Nee. Dann muss er hier im Frachtraum sein. Im Frachtraum. Was für ein Traum es doch ist. Da ist er ja. Jaul. Ich habe die Komponenten gefunden. Die haben nur 9 Mark gekostet. Jaul? Haben Sie die Komponenten gekauft? Ja. Ja, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie und Gil zustande bringen werden. Er ist sehr begabt. Falls, sobald es klappt, können mehr von Ihren Leuten unsere Geschichten so erleben, wie sie gedacht sind. Cool. Goda Taveterra. Die Trilogie Loleas Wiedergeburt. Ich weine jetzt schon ein bisschen. Kann ich verstehen. Es geht um Wiedergeburt. Tada! Dann müssen wir also nur noch abwarten, bis alles zusammengebastelt ist. Und dann können wir vielleicht endlich mal diesen Filmabend machen. Da freue ich mich schon lange drauf. Ich frage mich, was wir wohl gucken werden. Ich hoffe Jurassic Park. Bester Film aller Zeiten. So, dann haben wir hier auf der Tempest jetzt wieder... Sophie, diese Frau auf der Nexus, sie ist die Witwe einer meiner Pilotinnen. Eine derjenigen, die Sie für die Erkundung der Geißel ausgebildet haben? Ja, Zoes Frau war da draußen verloren. Und für eine andere Pilotin tut man eben das Richtige. Wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ihre Witwe genügend Credits erhält. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte wäre, die Geißel ein für alle Mal zu besiegen. Ja, die Geißel müssen wir auch dringend besiegen, irgendwie, wenn das geht. Ich wollte jetzt eigentlich mal kurz ins Logbuch gucken und sehen, was wir da anlocken können. Achso, abgeschlossene Mission. Da brauche ich ja nicht gucken. Das ist ja sinnlos. Das hier sind diese Dinger, die wir Reliktgeräte auf Haval sammeln, instabile Kanister zerstören, Cat-Terminals hacken, Datenspeicher finden, all diese Sammeldinger, diese zufälligen Sammeldinger auf den Planeten, was ein bisschen schwierig ist. Ah, mit Carries Produzenten sprechen, genau. Relikte ankernknoten, Leichname finden, weitere Datenpads finden, Helios-Aufgaben, ja. Sichere Reise, das müssen wir auch noch machen. Nexus, Edison zur Rede stellen, auch das muss noch getan werden.
Das machen wir mal hier. Nachpunkt des zweiten verschwundenen Satelliten suchen. Und hier haben wir mit Liam nach Prodromos reisen. Hier können wir tatsächlich die nächste Erinnerung freischalten, so wie es aussieht. Auf Eos treffen. Mit Avitus beim Nachpunkt treffen. Ach, die Turianische Arche, natürlich! Also die Turianische Arche sollte Priorität haben. Muss ich einfach mal so kurz einwerfen. Hier, also, ich meine, wenn wir schon zwei Archen gefunden haben, müssen wir auch die dritte finden. Und da sollten wir nach Möglichkeit intensiv einschreiten. Wo treffen wir uns denn? Da hinten, im Remarf-System. Ach so, bei H047C, der zerstörte Planet, auf dem wir so cool rumgurken konnten. Cool, cool, cool. Zisch. Das macht so schöne Geräusche, wenn wir durchs All fliegen. Voll super. Ich weiß, es ist unrealistisch, weil das Weltall normalerweise keine Geräusche macht, aber ich bin da ganz Mitglied der Star Wars Seite. Wenn Dinge im Weltall Geräusche machen können und es cool klingt, dann sollten wir uns ruhig darauf einlassen. So, da ist der Planet und da ist die Arche Natal. Ist sie tatsächlich einfach da? Wir waren doch schon auf dem Planeten. Wäre uns dann nicht irgendwie aufgefallen, wenn die Arche in der Nähe gewesen wäre? Da ist sie! Archi! Ist tatsächlich einfach da! Das ist die Turianische Arche. Sie hat schon bessere Tage wie deine Mutter, aber sie ist da. Pathfinder, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Meinst du? Was sie nicht sagen. Ist es sicher, an Bord zu gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir treffen uns drin. Okay. Die Sensoren der Tempest zeigen in allen Bereichen der Turianischen Arche schwere Schäden durch Kontakt mit der Geißel an. Aufgrund der Instabilität des Rumpfes sollten die Natanos nicht bewegt werden, da mein Bergungsteam müsste die restlichen Stase-Kapseln gefahrlos rausholen können. Ich hoffe es sehr. Sofort an Bord. Sofort an Bord. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen Vetra mit. Und anstatt Korra nehmen wir mal... Wer war länger nicht mehr mit? Jawl? Jawl mit. Ich wollte mal kurz bei Verbrauchsobjekten gucken. Ich habe tatsächlich Brandmunition hier reingepackt. Ich weiß allerdings nicht, benutzen wir automatisch Brandmunition, wenn die hier drin ist? Schüsse verbrennen Gegner, verursachen hohen Bonusschaden gegen Panzerung. Gilt für die nächsten drei Magazine der derzeit ausgerüsteten Waffe. Drei Magazine ist aber nicht viel. Also überhaupt nicht viel. Schildkondensat. Ohr wahrscheinlich. Erhöht die maximale Schildleistung und regeneriert die derzeitigen Schilde auf das neue Maximum. Der Boost hält an, bis die Schilde erschöpft sind. Und wir können auch ein drittes Verbrauchsobjekt reinknallen. Raketenwerfer. Disruptor-Munition. Schüsse. Betäuben Gegner und verursachen hohen Bonusschaden gegen Schilde, was ziemlich cool ist. Kryo-Munition. Schüsse verlangsamen Gegner und verursachen mittleren Bonusschaden gegen Panzerungen. Gilt auch wieder nur für die nächsten drei Magazine. Overdrive-Pack lädt augenblicklich alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder auf. Erhöht außerdem vorübergehend die Präzision und Schadensreduktion. Vermutlich einmal einsetzbar. Und Backup-Lebenserhaltung erhöht die Lebenserhaltung und erlaubt unter gefährlichen Bedingungen länger außerhalb des Nomad zu überleben. Hat keine Auswirkungen im Kampf. Weißt du was? Das knallen wir da mal rein. Das ist eine gute Idee. Und dann gehen wir mal an Bord der Arche. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir dort viele, viele Überlebende treffen werden. Das wäre sehr cool. Na, überlebt hier jemand? Begrenzte Energie. Die Lebensversorgung ist hin. Es überrascht mich, dass es überhaupt noch Schwerkraft gibt. Mich auch, zumal im Hintergrund Dinge schweben. Also es ist gar keine Schwerkraft da. Das ist für Sie bestimmt kein leichter Anblick. Ich bin nicht unbedingt der emotionale Typ, Ryder. Dennoch. Suchen wir einfach nach Mason. Suchen wir nach Mason. H047C. Er sollte die Heimatwelt der Turianer in Helios sein. Ist leider im Arsch, das Ding. Die Habitat 7 für die Menschen. Wer auch immer die Arche gesteuert hat. Sie wollten um jeden Preis hier ankommen. Sie wollten ihr Zuhause erreichen. Es ist kein Zuhause, wenn es niemanden mehr gibt, der dort leben könnte. Gehen wir. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Spekulatius bringt uns immer weiter, das ist ja wohl klar. Wir haben Glück, dass dieser Teil der Arche überlebt hat.
Der Schein kann trügen, Pathfinder. Der Schleim kann trügen. Noch so zusammen. Danke, die Nathanus Sam. Erkunden. Immer ein positiver Sonnenstrahl. Ein positiver ich Sonnenstrahl. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, meinst Pathfinder. Du? Das wäre ja voll super. Probieren wir das doch mal aus. Was ist in diesem Behälter? Alles. Sehr gut. Was ist in dieser Tür? Weg da. Nichts. Okay, dann versuchen wir mit dem Scanner mal Analysen durchzuführen. Ja, okay, doch. Da hinten ist ein Terminal, da würde ich gerne hin. Da ist eine Tür. Hey, diese Tür hat immer noch Energie. Wow. Ich würde sie nicht öffnen, Pathfinder. Sie führt in den Weltraum. Oh. Vielleicht könnten sie die Energie zu einer anderen Tür umleiten. Magst du denn keinen Weltraum? Die Tür wird von einem nahegelegenen, immer noch aktiven Generator mit Energie versorgt. Schwere Schäden an der Arche jenseits dieser Position haben zu einer Notabriegelung geführt. Diese kann mit der entsprechenden Sicherheitsfreigabe aufgehoben werden. Allerdings ist dieser Schritt nicht empfehlenswert. Was haben die Leute gegen den stumpfen, tumpen Weltall, der dahinter lauert? Ich habe da kein Problem mit. Terminal? H047C an Captain Dea Praeton von Mason Barrow Pathfinder. Anhang Profil von Habitat 5. Der volle Bericht hängt an, aber unsere neue Heimat wird Palavin. Wie spricht man das richtig aus? Palavin? Ich glaube Palavin. Der Heimatplanet der Turianer. Wird Palavin alt aussehen lassen? Mason. Antwort. Mason, habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen mir keinen wissenschaftlichen Kram mehr schicken? Wenn keine Tabellen und Bilder dabei sind, ist das für mich alles wirres Zeug. Der. PS, sollen Sie und Rix nach der Abschiedsparty noch etwas trinken? Ich habe eine Flasche besonderen Horosk für besondere Gäste. Anhang Profil von Habitat 5 Version 2. Jetzt mit mehr Tabellen und Bildern. Wegen der Einladung. Gerne. Sie wissen ja, wie gerne Avi Horosk trinkt. Jetzt eine Runde Horosk. Aber ich muss doch von meinem Horosk herunterkommen.